Aus Sicht der Zukunftsforschung, Sie, Frau Thalmann, wie sehen Sie die Entwicklungen im Zusammenhang mit HIIT-Training, wo es ja um bessere Effekte und Intensität geht? Wir haben ein Big Data-Thema, das sehr aktuell ist. Und wie werden wir in Zukunft die große Menge an Daten im Leistungssport organisieren wollen? Das ist eine spannende Frage. Also ich denke, und auch eine sehr wichtige Frage, weil das in Zukunft noch viel stärker sein wird als heute. Man hat ja heute schon sehr viele Daten vorhanden, die man mit Wearables am Körper trägt oder im Material, zum Beispiel am Schuh oder im Schläger, Tennisschläger, Eishockeyschläger oder auch in der Kleidung. Und dann halt auch durch das Internet of Things, die Dinge miteinander vernetzt sind. Also wenn dann die Daten, die man aus der Kleidung zieht, die kann man dann wieder mit anderen Daten verbinden von anderen Geräten und auf eine App konfigurieren. Also da ist ein unglaubliches Material an Daten vorhanden. Und ich glaube, in Zukunft wird das nur noch stärker sein und noch viel mehr, weil sich halt auch die Technik extrem schnell entwickelt. Und ich denke, das wird für die Trainer vor allem sehr ein wichtiger Punkt sein, dass erfolgreiche Trainer jene sein werden, die es schaffen, aus diesen ganzen Daten spannende Clusters herzustellen. Und aber gleichzeitig wird wohl auch der Coaching-Aspekt dann wichtiger. Weshalb wird er wichtiger, denken Sie? Ja, ich denke, um dann diese ganzen Daten zu verstehen, muss man ja auch, nicht jeder ist ein Datenanalytiker, mit halt externen Leuten auch noch zusammenarbeiten. Und wenn ja das Material immer smarter, immer kluger wird, und der Athlet dann eigentlich ja auch Coaching braucht, einerseits, wie man das Ganze bedient, und gleichzeitig denke ich, dass dann wie so der richtige Mindset eigentlich viel, viel wichtiger noch wird, weil die Tools immer besser sind, und da ist es dann wichtig, dass man sozusagen einen Trainer hat, der dann auch den richtigen Mindset sozusagen herausziehen kann. Okay, also bei all diesen Daten, da frage ich mich ja, wird der Trainer dieselbe Aufgabe haben, vor allem dann, wenn er Cyborgs trainiert, weil der Mensch ja immer mehr zur Maschine wird, dann das wird er nicht nur mehr Daten haben, sondern auch noch anders wie die Athleten programmieren können. ja, ich denke, das ist durchaus ein Szenario, das eintreffen könnte, weil im Moment ist es so, dass wir in der Medizin schon sehr, sehr weit sind. Also Leute zum Beispiel, die eine Herzkrankheit haben und ein künstliches Herz haben, oder auch in der Prothetik, also Menschen mit einer Armprothese, Beinprothese. Dieses Jahr in Rio waren zum ersten Mal 4 Paraathleten schneller als die Athleten an der Olympiade. Und ich denke, das ist spannend, und dort wird sicher noch viel passieren. Im Moment ist es so, dass die ganze Technik sehr stark im medizinischen Kontext gebraucht wird, aber wie Sie gesagt haben, das ist durchaus vorstellbar, dass das dann auch den Weg in den Spitzensport findet. Dann kann ich mir schnelle Beine kaufen. Können Sie schnelle Beine kaufen, und dann, ja. Ist das heute Realität? Also ich denke, das ist jetzt noch nicht der Fall, aber ich denke, das wird in Zukunft sicher so sein. Also jetzt gibt es ja auch noch Regeln. Also wenn ein Athlet kommen würde und sagt, meine Beine sind mir zu langsam und ich komme mit künstlichen Beinen, dann gibt es ja dort dann auch eine Grenze, dass der dann gar nicht mehr teilnehmen dürfte wahrscheinlich. Ups. Zum Stichwort Realität. Die virtuelle Realität ist ein großes Thema, momentan vor allem im Game-Bereich, im Bereich von Flugsimulationen und anderem. Wie wird das unser Verhalten als Trainer im Bereich der Trainingsgestaltung verändern? Ja, ich denke, einerseits ist das Potenzial von diesen Virtual Reality Brillen eigentlich relativ groß, weil die nehmen nicht viel Platz ein. Und ich denke auch, der Effekt beim Training ist sehr, sehr positiv, weil man dann halt wie auch mit dieser Brille Bewegungsabläufe wirklich relativ effektiv trainieren kann. Und dort ist natürlich dann der Trainer nimmt ja eigentlich nicht teil dann in dieser Realität oder anders teil, und ich denke, das wird sicher dann auch das Profil nochmals verändern. Haben Sie Beispiele? Also aus dem Sportbereich bin ich auf diesen Brand Icos gestoßen, der beim Schwimmen, im Schwimmtraining oder auch in anderen Sportarten gebraucht wird. Und sonst ein Anwendungsbeispiel wäre natürlich
Einerseits dieses Spiel Pokémon Go, das im Moment sehr stark oder einfach intensiv gespielt wird, wo man so halt vom Gaming her dann diese Pokémon einfängt, vor allem von jungen Kids wird das viel gespielt. Und aber auch so was zum Beispiel im Konsum, was das Kaufverhalten betrifft, da sind auch sehr viele Sachen im Gange, dass man dann mit solchen Virtual Reality Tools zum Beispiel durch die Regale laufen kann und dann zeigt es einem überall auf der Seite an, wo hat es welche Aktion und von wo kommt das her und da ist sehr viel passiert. Und ich denke, solche Sachen kann man dann sicher auch auf den Sport übertragen. Insofern zum Beispiel, dass dann ein Skifahrer vielleicht so eine Brille anhat und ihm berechnet wird, wo er wie durchfahren soll oder sie und vielleicht auch noch auf Gefahren hinweist. Wenn sich die Gesellschaft weiterhin zu einer Freizeitgesellschaft entwickelt, wird das auch Einfluss haben, sicher auf das Breitensportverhalten, das Sportverhalten allgemein. Und denken Sie, dass das schwappt auch auf den Leistungssport rüber? Ja, ich denke insofern, als dass im Moment haben wir immer noch dieses Arbeits-Freizeit-Modell, das eigentlich aus der Industrialisierung kommt. Ich denke aber mit der ganzen Entwicklung im Moment, mit der Automatisierung, mit der ganzen Entwicklung der Technik, wird sich früher oder später dieses Arbeitsmodell eigentlich aufheben oder dieses Freizeit-Lebe-Lebe-Modell. Weil wir hatten ja dieses Jahr die Abstimmung über das Grundeinkommen und früher oder später wird das auch so sein, dass die meisten Leute gar keine Arbeit mehr haben, sondern dass sehr viel von der Technik, von Robotern oder über die Automatisierung gelöst wird. Und ich denke, dann gibt es wie ein neues Modell auch von Leben. Und ich persönlich glaube, dass die Aufgabe des Bürgers dann in diesem Modell so sein wird, dass er oder sie einfach die Kosten möglichst tief halten muss. Und man weiß, dass Sport einen positiven Einfluss auf die Gesundheit hat, also dass man auch seine Gesundheitskosten tief halten muss. Und die Aufgabe der Bürger wird sein, dass die sehr viel Sport treiben, um die Kosten auch tief zu halten. Und dadurch wird sich dann wahrscheinlich auch das Leistungsniveau vom Breitensport sozusagen verbessern, wenn alle Leute Sport treiben. Und das wird sicher dann auch einen Einfluss auf den Leistungssport haben. Jetzt die Frage, einen Wunsch. Welchen Wunsch haben Sie für die Zukunft des Leistungssports? Genau, ja, die Zukunft, wie Sie sagen, ist immer auch an Wünsche geknüpft. Und mein Wunsch an den Leistungssport wäre eigentlich, dass man wirklich auch so gut sich überlegt, wie weit will man da gehen, wie weit will man die Technik in den Körper auch hineinlassen, weil der Leistungssport setzt da immer auch Ideale. Und ich denke, der Leistungssport oder Leistungssportler sind auch Ideale für die Gesellschaft, dass man da sich wirklich dieser Rückkopplung auch bewusst ist, dass man dort auch ein Statement setzt, je nachdem, wie weit man geht oder nicht. Vielen Dank für Ihr Statement. Ja, ich danke Ihnen.